wen man nicht so alles trifft auf der Gamescom 2015. Neben mir steht jetzt Tobi, aka Tamiro, von YouTube-Kanal auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat momentan nämlich ein richtig cooles Projekt am Laufen und da haben wir uns gedacht von BadTV, das unterstützen wir. Tamiro, um welches Projekt handelt es sich da genau? Es geht um das Projekt, das wir für die Deutsche Krebshilfe sammeln. Und zwar twitchen wir für die Deutsche Krebshilfe, haben da auch die offizielle Erlaubnis bekommen dafür. Und wir haben da mittlerweile auch Kontakt zu größeren YouTubern bekommen, die uns auch unterstützen wollen. Q-Bird zum Beispiel ist einer davon, aber auch Lara Loft und diverse andere noch. Aber das kommt alles noch ins Rollen und da sind wir eigentlich gut davor und das ist immer gut besucht eigentlich auch bei uns. Eure Intention, warum startet ihr dieses Projekt? Wie kamt ihr auf die Idee? Ja, wir kamen auf die Idee, ja, es ist eigentlich keine Idee gewesen, es ist eigentlich eine Intention von Nordi, ist auch ein YouTuber und mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite und er hat schon die körperliche Erfahrung gehabt mit Krebs und hat immer noch irgendwelche Tumore, die aber gutartig sind und das ist alles gut, wunderbar, aber es ist sein Herzenswunsch, sowas zu machen und er wusste nicht genau, wie er das irgendwie anpackt, wie er das anfängt und ich habe ihn dann so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, komm, wir machen das jetzt gemeinsam, wir starten das Projekt einfach mal und da ist er sehr, sehr froh drum, er hat bei einer Spende von 15 Euro hat er sogar geweint. Im Stream, das war also wirklich, es geht ihm ans Herz. Also das Ganze ist schon am Laufen. Ja. Wann hat man die Möglichkeit und wie hat man die Möglichkeit, da zu helfen, da mitzuwirken? Man kann natürlich spenden. Wir haben auf unserer Twitch-Seite den Spenden-Button eingeblendet. Mhm. Da steht auch. Das, in der Videobeschreibung, liebe Freunde. Da steht auch drauf auf jeden Fall, Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Da kann man draufklicken, dann geht es zu PayPal. Ne, und da kann man dann eben halt spenden. Der Button ist übrigens immer aktiv, also auch wenn wir nicht twitchen, kann man da ruhig mal raufklicken. Ansonsten kann man auch gerne mitwirken, indem man auch mal mit uns zockt oder auch mal mitquatscht. Das ist also sehr offen bei uns. Da werden wir natürlich auch mal vorbeischauen, definitiv. Alle Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Wir finden, es ist ein absolut tolles Projekt. Ja? Großen Dank dafür, dass ihr überhaupt sowas ins Leben gerufen habt. Ja, ne? Ein Vorbild für alle. Ja, wir sind noch auf der Gamescom, schauen uns jetzt ein bisschen um. Das war Tamiro. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Leute. So, liebe Freunde, wir waren gestern noch auf der ESL Aftershow Party, haben da einen kleinen Ball mitgenommen und haben viele Leute fragen können, die uns da unterschreiben. Zum Beispiel Liv Lloyd, Frodo war da, Demon, Joe Miller und viele mehr. Und dieser kleine Ball, der wird dann im Twitch dann live verlost während dieser Aktion. Das ganze gesamte Geld geht selbstverständlich an die Deutsche Krebshilfe. An dieser Stelle nochmal danke an Liv Lloyd und Co., dass ihr uns da so unter die Arme gegriffen habt. Auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr den Ball haben wollt.